60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit? Mit dem Chris aus der Plattenkiste. Was machst du mit der Plattenkiste? Ich verkaufe Vinyl und CDs. So ganz klassisch. Sehr cool. Wie bist du dazu gekommen? Ich mache den Job tatsächlich schon relativ lange. Ich habe erst einfach in dem Laden gejobbt und als die Seniorchefin dann irgendwann in Ruhestand gegangen ist, kam die große Frage, Chris, willst du den Laden nicht einfach übernehmen? Sehr cool. Das heißt, du bist so ein richtiger Musiknerd und wolltest immer im Plattenladen arbeiten? Absolut, ja. Erzähl mal drüber. Ach, das fing schon ganz früh an. Also tatsächlich, ich habe so einen kleinen Umweg genommen. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und habe da relativ schnell gemerkt, das ist so überhaupt nicht meins. So Schlipsträger und habe da dann tatsächlich auf Plattenbörsen ein bisschen gejobbt und habe mir das angeguckt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann irgendwann einfach nach einem Job in einem Plattenladen gesucht habe. Sehr cool. Und dann beschreib nochmal, also du hast dann da gearbeitet und irgendwann wollte die Frau in den Ruhestand geben und hat dich dann einfach gefragt. Genau. Also das ist tatsächlich, also ich bin in der Plattenkiste seit ungefähr 20 Jahren. Habe quasi ganz klein angefangen, habe erst so Minijob gemacht, dann irgendwann Vollzeit da gearbeitet. Und ja gut, also die meine alte Chefin, die Dagmar, die ist dann mit über 70, hat sie dann gesagt, jetzt möchte ich einfach nicht mehr. Und dann, wie war das dann für dich? Also war dir total klar, das mache ich sofort und Selbstständigkeit ist für mich eine Option? Oder wie bist du eigentlich gab es da für mich gar keine Alternative. Ich musste eben nur gucken, wie ich das Ganze finanziere. Okay. Und wie bist du damit umgegangen? Ja, das war tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also die Banken haben einfach überhaupt nicht mehr an dieses Konzept von einem Plattenladen geglaubt. Ich habe damals auch die Ansage gekriegt, du machst das Ganze 3 Jahre, dann ist das vorbei. 12 Jahre und eine Corona-Krise später bin ich immer noch da, also von daher. Wie bist du mental dann damit umgegangen, dass Leute eigentlich nicht mehr an das Konzept glauben? Hat mich gar nicht so gestört tatsächlich. Also dadurch, dass ich eben schon die Erfahrung hatte mit dem Geschäft und einfach auch schon einen Kundenstamm hatte. Der war einfach schon da und die haben mir vertraut im Laufe der Zeit. Ich habe mich da reingearbeitet und von daher habe ich da gar keine Angst gehabt. Du hattest ja auch eigentlich die Zahlen, ne? Du konntest ja die Zahlen, du wusstest, wie das Geschäft läuft. Absolut, also ich war ja jeden Tag da und von daher... Genau, das hat ja wahrscheinlich eine große Sicherheit gegeben auch. Okay. Und war dann auch klar, wie du das Geschäft weiterentwickeln willst? Oder Ja, definitiv. Also mir war schon klar, dass ich da musikalisch allein schon einen ganz anderen Einschlag nehme. Die Plattenkiste vorher war sehr bunt gemischt. Wir haben eigentlich alle Genres gehabt. In einer großen Stadt wie Hamburg ist das nicht unbedingt das beste Konzept. Wir haben hier irre viele Plattenläden in Hamburg. Also wir haben noch ungefähr 20 Independent-Plattenläden. Wow. Und das ist eben schön, wenn jeder so seine eigene Nische hat, dass man sich auch gegenseitig ein bisschen ergänzt, ein bisschen unterstützt. Und deswegen habe ich so mein Fable eben, das Hardrock- und Metal-Genre dann eben zum Schwerpunkt der Plattenkiste gemacht. Und woher wusstest du denn, dass das funktionieren wird? Ich bin einfach auch irre viel auf Konzerten unterwegs. Die Leute kennen mich aus der Szene und klar war es ein Experiment, weil man eben auch gucken muss, wie geht man mit den alten Stammkunden um. Nicht alle mögen das Konzept dann eben, dass es dann sehr rockig wird. Aber das war mir schon klar, dass das der Weg ist. Und das heißt also, du hast das dann Schritt für Schritt angepasst? Ja. Okay. Absolut. Aber das muss eben auch authentisch sein. Die Kunden merken eben einfach, wo du dich auskennst, wo du auch wirklich gut beraten kannst. Und das ist eben mein Steckenpferd. Also die merken eben auch, ich mache das aus Überzeugung und da steckt Leidenschaft dahinter und das ist extrem wichtig. Und kannst du mal so, ich meine, 12 Jahre bzw. 20 Jahre ist ja eine irre lange Zeit. Was sind so signifikante oder wie guckst du auf das Geschäft zurück? Was hat sich in der Zeit verändert und bist du auch happy mit der Veränderung? Teils, teils. Also ich finde tatsächlich sehr, sehr spannend, wie das Vinyl immer mehr in den Fokus rückt. Wir reden zwar immer noch von, das ist immer noch ein Nischenprodukt. Also wir reden irgendwie von 7 oder 8% des Musikmarkts. Der Rest ist eben mittlerweile Streaming und Download. Aber also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, waren das vielleicht 1 oder 2%, was Vinyl ausgemacht hat. Von daher ist das eine tolle Entwicklung. Schattenseite ist dann wieder die Preisentwicklung. Also die Preise explodieren exorbitant tatsächlich für Vinyl. Produktionskosten werden eben deutlich höher, weil die Presswerke sind komplett ausgelastet. Ja. Hat eben auch seine Schattenseiten. Und für dich aber mit deiner Plattenkiste, bist du happy? Ich bin da total happy mit, auf jeden Fall. Also ich habe eben auch noch gemischt. Ich habe Secondhand und Neuware.
Von daher gleicht sich das immer ein bisschen aus. Und tatsächlich die kleinen Labels, die auch nicht so große Auflagen haben, die dann online auch nicht so viel stattfinden oder in Märkten wie Saturn oder Amazon oder sowas. Das macht dann Spaß, weil das dann wirklich auch ein spezielles Publikum anzieht. Und wie viele von deinen Kunden sind Stammkunden? Ich würde behaupten 75%. Und was machst du mit denen? Wie schaffst du es, die immer wieder zu reaktivieren, dass die auch zu dir kommen? Weil eine Erfahrung, die ich mache, ist, dass viele Selbstständige haben ja das ganz Besondere dieser persönlichen Beziehung, arbeiten aber nicht so viel mit ihren Stammkunden. Was machst du? Also tatsächlich, ich finde, Musik ist was sehr Persönliches. Und bei mir ist es eben so, das ist sehr beratungsintensiv. Du sprichst sehr, sehr viel mit den Kunden. Und mittlerweile ist es einfach so herrlich, wenn du Ware kriegst, egal ob Neuware oder ob du was ankaufst. Du hast eben für die meisten Platten tatsächlich schon gewisse Kunden im Kopf. Und das macht irre Spaß, wenn du die dann einsortierst und so platzierst, wo du genau weißt, okay, da gucken die Kunden. Und diese Reaktion, wenn sie dann das nächste Mal kommen und dann wirklich an der Stelle dann am Gucken sind und wie die dann auf diese Scheiben reagieren, das ist fantastisch. Das ist, also macht wirklich Spaß. Das ist bestimmt so ein kleines Glücksgefühl. Ja, definitiv. Also das für uns beide tatsächlich. Also der Kunde freut sich eben, dass auf einmal diese Platte da steht und ich freue mich einfach, dass es so funktioniert. Ich stelle mir so richtig vor, wie du dir dann einsortierst und die dann so hinterm Tresen wartest und drauf wartest, dass dieser Kunde so. Dann reinkommt ja, und das Ding ist wirklich schon, dass man dann so manchmal enttäuscht ist, auch wenn er dann nicht leicht zu diesem Regal geht und du dann schon ein bisschen längst im Gespräch so, jetzt geht doch mal darüber. Aber ich mag das unwahrscheinlich gerne. Und sprichst du die auch aktiv an? Hey, ich habe jetzt diese neuen Platten. Ja. Das ist also gerade bei neuen Bands, wenn man auch gerade für sich selber was entdeckt hat und dann schon weiß, okay, also das funktioniert bei den Kunden auch. Und das ist toll. Also ich habe dann auch manchmal so schräge Reaktionen von Bands, weil ich dann auch direkt bei den Künstlern bestelle. Und ich hatte gerade jetzt vor 2 Jahren so eine Band aus Dortmund, habe ich einfach mal ausprobiert. Ich habe ein paar Platten bestellt von denen, habe die ins Regal gestellt und dann aktiv die Kunden angesprochen, habe denen was vorgespielt und dann habe ich nachbestellt. Und die Woche drauf habe ich wieder nachbestellt und irgendwann kam die Frage dann von der Band, was machst du eigentlich damit? Also das ist auch cool, oder? Schön, also das macht wirklich Spaß. Ja, cool. Dann aber in 12 Jahren oder 20 Jahren passieren ja auch, also hast du ja auch einige Schwierigkeiten mit Sicherheit erlebt. Natürlich, also es ist nicht alles nur shiny. Nee, genau. Was sind so Learnings, die du in der Zeit generiert hast? Also ich sag mal, natürlich war wie für fast alle am herausforderndsten jetzt die Corona-Phase. Also gerade der zweite Lockdown, der sich einfach hingezogen hat wie Kaugummi und man einfach irgendwann an diesem Punkt war, wo man gar nicht mehr überlegt hat, wie es weitergeht, sondern ob es überhaupt weitergeht, weil es dann einfach finanziell war, dann alles aufgebraucht. Und da muss man dann einfach auch ein bisschen kreativ sein. Und da hilft dann die Szene tatsächlich wieder. Dadurch, dass ich mich eben so in dieser Rock- und Metal-Szene bewege, habe ich dann einfach tatsächlich erstmal Bands gefragt, die bei mir im Laden aufgetreten sind und gesagt, ich möchte einfach eine CD machen mit Songs von euch und die dann quasi so als Goodie verkaufen, um, ja, ganz blöd gesagt, dann einfach Spenden zu generieren für den Laden, um das wieder so ein bisschen in Gang zu kriegen. Mhm. Und diese Resonanz, die dann kam, die war wirklich unglaublich. Ich wollte eine CD machen und nach 3 Tagen war dann klar, ich muss Bands absagen, weil ich 3 CDs komplett hatte und da wirklich nicht mal eine Sekunde mehr drauf gepasst hat. Das ist ja unglaubliche Solidarität. Total. Und das ist dann eben so eine Sache, die nicht nur finanziell gut getan hat, sondern auch mental. Das ist einfach großartig. Ja, das ist cool. Das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ja. Und was bedeutet Unternehmertum für dich? Ich falle da tatsächlich so ein bisschen aus der Reihe. Ich bin nicht so ein typischer Unternehmer. Die meisten sagen tatsächlich, ich bin Sozialarbeiter, der zwischendurch ein bisschen was verkauft. Weil da kommen wir dann wieder auf diese persönliche Ebene. Also für mich ist das hängt so ganz, ganz eng zusammen. Und natürlich will ich Gewinn machen und natürlich will ich Umsatz machen. Aber dieses Persönliche ist eben ganz, ganz wichtig. Und das eine bleibt ohne das andere nicht aus. Also man muss eben tatsächlich ein bisschen langfristig denken. Ich kenne genug Leute und ich habe auch in genug Märkten gearbeitet, die keinen großen Wert auf diesen persönlichen Kontakt legen, die dann teilweise vorschreiben, wie lange so ein Verkaufsgespräch dauern darf. Und das ist ein ganz falscher Ansatz. Das ist kurzfristig gedacht. Natürlich kann ich dann an einem Tag mehr Kunden abarbeiten, aber langfristig
helfen mir diese Stammkunden deutlich mehr, als dass ich dann irgendwie schnell Kunden abarbeite, die kommen aber nicht wieder. Sehr gut. Und was würdest du Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ganz, ganz wichtig, sich nicht gleich von den ersten Hürden abschrecken lassen. Also tatsächlich, wenn du glaubst an diese Sache, die du machen möchtest, dann zieh das durch. Dann setz dich auch durch, wenn es die ersten Hindernisse gibt. Und wenn du merkst, irgendwie Leute glauben nicht an dich, dann such dir auch so ein bisschen den Background, der dich da auch mental unterstützt einfach. Das ist ganz, ganz wichtig. Hast du Menschen, mit denen du dich regelmäßig austauschst? Ja, das ist ganz wichtig. Okay, alles klar. Also möchtest du irgendwas mit der Plattenkiste noch erreichen? Ach, da gibt's jetzt gar nicht so ein bestimmtes Ziel, was ich vor Augen habe. Tatsächlich haben wir jetzt gerade einen neuen Label gegründet, was eben eng mit der Plattenkiste verknüpft ist. Und ich wünsche mir einfach da, dass wir so wirklich spannende Musik unter die Leute bringen. Einfach nicht so diesen Mainstream unterstützen, sondern Bands, die einfach das schwer haben, bei einer großen Plattenfirma zu landen und die ein bisschen Support brauchen, dass die einfach eine Plattform kriegen. Also Schritt für Schritt einfach immer weiter. Immer Step by Step. Mega cool. Ganz herzlichen Dank und ganz viel Erfolg und vor allen Dingen Freude dabei. Danke, dass ich hier sein darf.